erste Halbfinale im Rothaus-Bezirkspokal des Fußballbezirkes Freiburgisch gespielt. Es standen sich vor 400 Zuschauern der Bezirksligist SV Rot-Weiß Balreichen-Dottingen und der Kreisliga-A-Ligist aus der A1, der SV Breisach, gegenüber. Anstand nach 90 Minuten 4:1 aus Sicht der Balreich-Dottinger. Kleine erste Gesprächsrunde mit dem Vorsitzenden Timo Löffler. Zunächst mal Glückwunsch für den Einzug ins Finale und bei mir noch der Bezirksvorsitzende Arno Heger, natürlich bei den Spielen vor Ort. Und Timo, jetzt hat es endlich mal geklappt. Ich habe in der Vorschau, nur habe ich einfach einen vergessen, weil er Saasbachner war. Es hat endlich mal geklappt in Sendspiel. Großer Traum in Erfüllung gegangen. Zumal in Heidersheim ist das Sendspiel. Absolut. Nach den 4 Versuchen im Halbfinale war das natürlich unser großes Ziel dieses Jahr, speziell in Heidersheim natürlich ins Endspiel zu kommen. Ich denke, wenn man das ganze Spiel sieht, war es verdient. Das 4:1 klingt vielleicht ein bisschen deutlicher, als es ist oder als es war. Aber wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir es endlich geschafft haben. Und jetzt freuen wir uns natürlich auf das Endspiel in Heidersheim. Und ehrlich gesagt, Arno Hegersen, ich denke, der Breisach in der ersten Halbzeit einfach zu wenig gemacht hat, vielleicht zu viel Respekt gehabt vor dem Bezirksligisten. Ja gut, Dottingen hat natürlich viel Erfahrung mit Halbfinalen, das wissen wir ja, war für Breisach vielleicht eine ungewohnte Situation. Erste Halbzeit waren sie einfach etwas zurückhaltend, kurz vor der Halbzeit das 2:0 durch einen Strafstoß, das ist natürlich so ein Dämpfer, aber die sind in der zweiten Halbzeit nochmal gekommen und dann nach dem 3:1 nochmal das auch spannend gemacht, also da wäre noch ein bisschen drin gewesen, aber Dottingen hat es sehr souverän dann runtergespielt am Schluss. Und von daher war es auch verdient, denke ich, letztendlich das Ergebnis. Und Breisach muss jetzt kein Trübsalblasen, sind auf jeden Fall im südbayerischen Vereinspokal dabei und Breisach hat in den letzten Jahren tolle Entwicklung gemacht. Ja, ich habe es vorhin zum Simon Gumbach gesagt, eine ganz tolle Entwicklung, das passt natürlich auch jetzt tatsächlich sportlich, ein Halbfinale gespielt und wenn man sieht, Dottingen war letztes Jahr im Halbfinale, ist es im Finale, dann wird vielleicht Breisach nächstes Jahr im Finale sein, als Motivation für die Breisacher. Da ist nichts verloren, das ist eine gute Mannschaft, der Verein ist auf einem guten Weg, wirklich tolle Sportanlage, neue Vorstandschaft gewählt, also ich denke, da ist richtig was im Umbruch, da geht was in Breisach. Geht was auch von Bahnrechte nach Heidersheim, da kann man einen schöneren Fußmarsch machen, das ist glaube ich noch ein Aktionstag da in Bahnrechte, genau. So gut Edeltag oder so, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt, man hat dann mal den Pokal gewonnen, kannst du dich erinnern? Noch nie. Ganz einfach, noch nie. Den Pokal haben wir noch nie gewonnen. Und richtig, es ist der Gutedeltag, hier die Weinstraße ist gesperrt und da erhoffen wir uns natürlich viele, viele Zuschauer aus Dottingen. Der Weg ist nicht weit und davon gehe ich auch aus, dass wir mit sehr, sehr vielen Zuschauern kommen werden und dann haben wir sicher einen schönen Mittag oder je nachdem, wann das Spiel auch stattfinden wird. Okay. Auf jeden Fall hat er den Mannschaft auch noch gut vertreten. Er hat einen richtig guten Lauf und wünsche euch bis dahin alles Gute und man sieht sich dann spätestens im Endspiel. Danke. Dank. Tschüssi. Letzte Gesprächsrunde anlässlich des Halbfinales des Rothaus-Bezirkspokals des Fußballbezirkes Freiburg zwischen dem SV Rot-Weiß Balreichen-Dottingen und dem SV Breisach. Habt ihr schon erwähnt, 400 Zuschauer, 4:1 Sieg bei mir und die beiden Trainer, Michele Borozino von Balreichen-Dottingen und Frank Kutschur vom SV Breisach. Zunächst mal Glückwunsch, Michele, für den Einzug ins Finale. Über 90 Minuten, muss man sagen, aufgrund der ersten Halbzeit, wo er einfach mehr getan hat, nicht unverdient, der 4:1 Sieg, oder? Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Ja, ich denke, die erste Viertelstunde ja, bis zum 1:0 haben wir wirklich Druck gemacht und auch das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Und die Führung war dann, denke ich, verdient. Danach, muss man sagen, haben wir es ein bisschen leichtsinnig gespielt. Ja, das habe ich der Mannschaft dann auch gesagt. Und da haben wir nicht mehr so die Spielkontrolle gehabt, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber dennoch kam der Gegner zu keiner Torchance. Und in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, hat der Gegner dann Breisach Kompliment an die Mannschaft. Die haben alles reingeworfen und man hat dann gemerkt, die haben nichts zu verlieren. Die sind draufgegangen und dann haben wir die ersten 10 Minuten doch ein bisschen Glück gehabt auch. Da ein, zwei Möglichkeiten vom Gegner und ja, dann kommt das 2:0 und das 3:0, das war dann in der Phase wichtig für uns, keine Frage. Aber ich denke, so über die gesamten 90 Minuten gesehen, haben wir uns den Sieg verdient. Trotzdem finde ich, dass, das habe ich der Mannschaft auch vorhin gesagt, dass Breisach uns heute alles abverlangt hat, über die gesamte Spielzeit. Ja, und das Spiel praktisch erst mit dem 4:1 eigentlich entschieden war. Und deshalb riesen Kompliment an Frank und seine Truppe. Das nimmt man gerne gegen das Kompliment vor. Er seid ein bisschen ersatzgeschwächt hierher gefahren, nichtsdestotrotz. In erster Halbzeit habe ich gesagt, zu viel Respekt gehabt vor dem Tabelle 2 der Bezirksliga. Kann man so sehen? Ja, erstmal Glückwunsch an Michele und an seine Truppe. Ja, ich denke auch, das war verdient. Ja, brauchen wir nicht überreden. Und was heißt Angst? Ich meine, wenn du als Kreisliga A, als Aufsteiger hierher fährst, ja, gegen eine Spitzenmannschaft aus der Bezirksliga, gegen mit individuell sehr gut bestückte Mannschaft, höherklassige Spieler, ja, also dann klar, dass man ein bisschen Respekt hat, ja, ist das, glaube ich, völlig normal und stimmt, erste Halbzeit waren wir zu zaghaft, ja, das war nach vorne zu wenig,
Aber ich habe eine junge Mannschaft, ja, die brauche da einfach auch noch. Und man sieht auch, wo dann auch die Unterschiede vielleicht noch auch sind zu so einer Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz bin ich stolz auf meine Truppe. Ja, wir haben alles reingehauen. Ja, wir haben uns auch in der zweiten Halbzeit, finde ich, auch sehr gut präsentiert. Ja, wenn man da vielleicht das 2-1 schieße früher, dann läuft es vielleicht ein bisschen anders. Ja, aber trotzdem war das verdiente Sieg von Bayerisch Dottingen. Ja. Man muss die Szene einfach anschauen mit dem Elfmeter kurz vor der Halbzeit, wo eventuell der Knackpunkt sein könnte. Aber auch wenn und aber Ziele sind schwer zu entscheiden. Nochmal, wir sehen sie nachher nochmal in der Zeitlupe. Dennoch, ihr seid jetzt im Südbayerischen Vereinspokal. Das Mauerblümchen Breisach, kann man sagen, ist jetzt erwacht. Ja, schöne Nebelgeschichte. Aber bei uns geht es jetzt um die Klasse halt, Kreisliga A. Ich denke, das wäre verdammt wichtig, dass wir die Klasse halten. Ich glaube, wir haben die Qualität auch, weil wenn die ganzen Spieler jetzt wieder zurückkommen, dann haben wir wieder mehr Konkurrenz im Kader und die Mannschaft hat Potenzial. Ja, und es macht wirklich unglaublich Spaß, wenn ich sehe, wie viele Zuschauer heute wieder da waren. Ja, die haben uns gefeiert, obwohl wir hier 4-1 verloren haben. Der Verein lebt. Ja, wir sind jetzt auch neu aufgestellt, auch mit Vorstand. Ja, ich glaube schon, dass da was geht. Ja. Und bei euch geht der Tanz auf zwei Hochzeiten weiter. Jetzt das Endspiel in Heidersheim, da könnt ihr ja hinmarschieren. Du weniger von Menge, aber jetzt wollen wir endlich mal den Pott holen, denke ich mal. Oder? Ja gut, ich meine, wenn wir jetzt im Finale stehen, das ist ein Spiel, da wollen wir natürlich jetzt auch als Sieger rausgehen, keine Frage. Ich denke, der Verein hat es jetzt die letzten Jahre herbeigesehen, dass man mal ins Finale kommt und dass es jetzt auch noch in Heidersheim ist. Finale! Natürlich Finale! Einen besonderen Ort. Finale! So, wir haben Finale! Wir haben jetzt, glaube ich, das meiste gesagt, Michele. Was wollte ich jetzt noch sagen? Letzte Frage. Ich habe es im Vorfeld schon mal angefangen. Habt ihr jemals schon mal gegeneinander gespielt in der Oberliga, du gegen den Frank? Oder? Ja, bestimmt, ja. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wann und wo, aber wir haben mit Sicherheit mal gegeneinander gespielt, auch des Öfteren. Und ich kann nur sagen, Frank war damals bei der Besprechung auch immer Thema, dass man da wirklich aufpassen müsse von Trainerseite aus. Von dem her kann ich mich schon ganz gut daran erinnern, ja, okay. An die Begegnungen. Ich bedanke mich für das nette Gespräch, beide. Ich wünsche euch alles Gute, dir in Sachen Klassenhalt. Bist du untertrieben, aber das schafft das noch. Und seid ihr im Südbayerischen Verein und weiter Ihnen dir alles Gute, Meisterschaft im Pokal. Man sieht sich dann. Tschüssi, so, das wäre es gewesen hier aus Ballrechten vom Halbfinale Pokalspiel Ballrechten-Dottingen SV Breisach 4:1. Und danke fürs Einklingen. Bis demnächst. Tschüss.